In unseren Bankrichtlinien steht drin, dass man mindestens 18 Jahre sein muss, um ein Konto zu öffnen. Und das trifft bei Ihnen nicht ganz zu. Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Crafts Attack 8. Und heute in diesem Video werde ich noch weitere Personen ihre Schließfächer in der Bank einrichten lassen. Wir haben Gamba am Start, wir haben Revi am Start und wir quatschen noch ein kleines bisschen mit Klim. Wird nochmal interessant, auch wie die Leute einzeln darauf reagieren, was sie vorhaben und was so abgeht, seht ihr jetzt in dieser Folge. Schön zu sehen, dass ein Projekt wirklich funktioniert, wie zum Beispiel jetzt die Bank und Leute auch daran teilnehmen. Ja, was alles abgeht, würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr das auch nicht, falls ihr neu seid. Hilft immer extremst. Vielen Dank, wenn ihr dran denkt. Und falls ihr noch ein Like in dem YouTube-Algorithmus da lasst, wäre das auch wahnsinnig lieb. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt geht's los mit der Folge und wir gucken direkt mal rein. Gita, hallöchen und Gamba auch am Start. Moin. Moin. ich habe leider noch keine Amos-Sens hier vorne drin, die das annehmen. Aber die Schließfächer sind im Keller. Kommt einfach mal mit und ich steige das Ganze gleich aus. Aber hier unten sollten eure Schätze auf jeden Fall sicher sein. Und so sieht das von innen aus. Auch hier nochmal zum Beweis, es ist überall komplett Obsidian ummantelt. Alles. Komplett alles ist voll. So. Und standardmäßig packen wir einfach mal eine Kiste eventuell hier rein. Ne? Und da können dann theoretisch die Funds eingezahlt werden. Nach einer Weile schließt sich das Ding von alleine. Und das schließt sich immer dann, wenn ihr die Keycard aus diesem Dispenser wieder rausgenommen habt. Wenn ihr einfach nur rein wollt, nehmt eure Keycard, legt die hier rein. Dann öffnet sich das Ding von alleine und die Keycard bleibt jetzt hier drin liegen. Und erst wenn ihr sie wieder rausnehmt, schließt sich die Kiste wieder. So könnt ihr nicht, so könnt ihr sie halt vergessen. Ich kann leider nicht bis unbegrenzt Zinsen geben, bis maximal 10 Stacks Zinsen. Es gibt ja 5% pro Woche. Also 32 Diamanten in einer Woche, die ich einfach for free dann immer drauflege. Gut. Okay. Ja, alles fein. Ich habe jetzt hier 2 Stacks reingetan. Ja, alles fein. Wenn man es ausrechnet, sind das, obwohl das sind schon 18 Stacks. Also ihr könnt auch mehr einlagern, aber bis 10 Stacks gibt es maximal Zinsen, ne? Wie wollt ihr euch nennen? Wie soll der Schlüssel heißen? Einfach G-Time oder Gamers Time? Ja, nenn ihn einfach G. G. Er heißt aber G-Card. Genau, das ist die G-Card. Bitteschön, die kriegst du einmal. Ich muss leider in die Technik gleich rein und die Filter einmal ändern. Aber mit diesem Buch könnt ihr dann gleich hier reingehen. Geht das auch, dass Gamba auch einen bekommen könnte? Ich kann euch auch noch einen zweiten Schlüssel geben, sofern ihr das wollt. Das ist absolut kein Problem. Weil, genau, Gamba passt ja auch zu G, ne? Pass auf, so, dann einmal hier nochmal ein weiteres G-Buch. G, und jetzt muss ich mal ganz kurz in die Technik rein. Und das einmal austauschen. So, dann nehmen wir das hier raus. G rein. Dann gehen wir hier hin, nehmen das raus, machen G rein. Gehen wir hier raus, machen G rein. Und jetzt sollte es bereits schon funktionieren. Das heißt, probiert da mal jetzt, ein G-Buch in den Keycard-Slot reinzulegen. Genau. Das wird auch da wieder reindispensed. Und wenn ihr es rausnehmt, geht es nach einer Weile wieder zu. Und wenn ich jetzt beispielsweise mal ein anderes Buch nehme von der One Diamond Group, das ist jetzt eins, was nicht für euch ist, legt das mal da rein. Geht nicht auf. Richtig. Das heißt, das kann man nicht fälschen. Perfekt. Sehr geil. Genau. Und ja, das war es im Prinzip auch schon. Da sollte hoffentlich niemand rangehen. Ich habe mir noch nicht überlegt, ob ich das versichern werde. Allerdings, ich gehe aber mal davon aus, dass es Leute nicht übertreiben werden. Ja, im Zweifelsfall lohnt es sich bis zu 10 Stacks eben da drin zu lagern. Und dann gibt's mal. Okay, und wir dürfen jetzt auch hier rund um die Uhr in die Bank, wenn wir mal was rausnehmen wollen. Und klar, 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 jederzeit offen. Ihr könnt selbstständig reingehen, gerne kein Ding. Und die anderen Schließfächer könnt ihr ja nicht rein. Ich würde dann jetzt gleich noch ein Schild machen oder so, damit das hier oben drüber ist, dass das euch gehört. Ich mache hier noch eine Kiste für unsere Bücher hin, für die Aktivität immer. Ja, gerne, klar. Und ich mache das so einmal die Woche. Also jeden Sonntag gehe ich durch alle Schließfächer durch, irgendwann sonntagsabends und verteile die Zinsen. Und wenn ich halt sehe, okay, die Spieler waren aktiv, dann gibt es die Zinsen rein. Weil es macht halt nichts, wenn jemand offline ist, den juckt das nicht, der lockt sich auch nicht ein, der hat ja eh nichts davon und da muss ich die gar nicht farmen. Ja. Gut. Ja, fein. Dann vielen Dank. Die ersten, ja gut, beschenken Kunden tue ich mir ein bisschen schwer gerade zu sagen, aber ich dachte, das ist cool für die Aktion und förder das. Und cool, dass ihr mitmacht. Dann hat es sich gelohnt, das zu bauen.
Ja, ich denke mal, wir werden unser Fach auch noch auf jeden Fall voll machen. Gern, also ihr dürft es auch dekorieren und was auch immer alles reinmachen oder auch andere Sachen drin lagern. Irgendwie so ein Armor-Stand mit einer Rüstung oder sonst irgendwas, wenn ihr das gerne machen wollt, wie ihr mögt. Ich hoffe, es cool und alles fein. Alles klar, ja gut, dann danke. Gerne. So, gehen wieder hoch. Und soll halt einfach so sein, dass da jeder jederzeit rankam mit einem richtig übertriebenen Redstone-Technik-System, wo Konten ein- und auszahlt. Das ist einfach auch ein bisschen zu komplex. Ich glaube, so ist das einfach verständlich immer für jeden. Klar, Spark, dann sage ich mal danke, ne? Jo, gerne. Bis mal wieder. Und hat Gamba eine Pain-Skin an? Jo, habe ich. Sehr gut. Pain. Alles klar. Alles klar, ja, dann viel Erfolg weiterhin, ne, mit deinen Kunden. Jo, dankeschön. Dann ciao, ciao, viel Spaß noch. Jo, ciao. Ja, ich wollte jetzt mein Geld gerne bei Ihnen anlegen. Okay, dann haben wir direkt den nächsten Kunden. Okay, okay, warte, ich bin da. Schönen guten Tag, hallo, ich würde es gerne Zinsen machen. Sehr gut. Ich bin da. Hallo. Ding, ding. Ja, schönen guten Tag. Ich muss ganz kurz noch die Schlüssel holen, eine Sekunde. Mhm. Einfach ganz kurz erwarten. Ding, ding, bitte warten Sie. Sie werden an den nächsten Kundenberater weitergeleitet. Ich lege mich hier so lange ins Regal rein, wenn das okay ist, ja? Ja, genau. Pack dich einfach ins Regal. Alles fein. Dann machen wir mal hier. Du kannst mir schon mal sagen, wie möchtest du, dass dein Schlüssel heißt? Revi, King Poggers, sonst irgendwie was? Nee. Vive ist doof. Nee. Nee, ist das, Mobbing, das, machen das, wir das, nicht. Das widerspricht den Terms of Services der Bank. Kann ich hier die Beeren essen hier vorne bei Ihnen? Ich habe Hunger. Ja, die wachsen nach. Hast du jetzt gerade eine Pflanze abgebaut, ein Gras oder so? Nee. Ich habe auch nichts zu essen, okay. Dabei. Haben Sie was zu essen für mich? Aua, das piekst hier, aua. Ja, hier kommen ein paar Schnitzel. Bin Vegetarier. Okay, ja, komm mal rein. Let's ja, go. Dann gehen wir mal rein. Hast du deine Dias dabei, zufällig, die du einlagern möchtest? Haben Sie ein ATM? Haben wir unten. Können wir runtergehen. Habe ich hier. Also einerseits da, ansonsten noch unten. Du, 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 du. Ja. Yep. Die, 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 die. Ah, ja, ja. Jetzt hier runterspringen? Richtig. Also, ich konnte mir überlegen, ob ich das Ding ins Meer reinbaue. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich gehe durchs Meer durch. Ich baue das nicht ins Wasser rein. Das wäre ekelhaft gewesen. Okay. So, dann haben wir hier die Bank. Und hier sind dann die Schließfächer. Die sind sprengsicher, wie Sie sehen können. Weil Ancient Debris. Da kam sie, sind explosionssicher. Und ich würde einfach so mal das nächste Schließfach hier vielleicht geben. Hier vorne ist das Schließfach von Herrn G. Ja. Das ist aber jetzt nicht so bankgeheimnismäßig, dass Sie mir erzählen, wer hier alles seine Schließfächer hat. Nö, da kommen eh noch Schilder, damit jeder weiß, wo er nochmal drin war. Weil das ist ja nicht beschriftet ansonsten. Also hier wird dann ein Schild hinkommen, wem das einfach gehört. Hier drüben muss man immer eine Keycard einlegen. Du kannst einfach versuchen, irgendwas hier reinzulegen. Einen Schlüssel oder irgendwie was, ein Item. Und du wirst höchstwahrscheinlich feststellen, dass das nicht geht, wenn du irgendwas reinlegst hier. Ja. Türe bleibt verschlossen. Habe ich nicht aufgekriegt. Wenigstens etwas. Gut. Und jetzt werde ich dir auch hier deinen Schlüssel erstellen. Ja. Ich nenne jetzt einfach mal, wir nennen ihn einfach mal Pogwe. Genau, wir nennen ihn Pogwe. Mit einem großen P am Anfang. So. Kann ich Ihnen, Herr Bankmitarbeiter, wollen Sie ein paar süße Beeren haben? Die Sie aus dem eigenen Vorgarten gepflückt haben. Ich habe auch meinen Dea-Block, habe ich auch bei Ihnen im Vorgarten schon gestellt. Haben Sie gesehen, oder? Das ist unsere Deko. Das habe ich dahingestellt von Ihnen. Glaube ich nicht. So. Okay, Entschuldigung. Ich muss jetzt deinen Schlüssel noch ein paar Mal machen, damit ich den die Technik integrieren kann und gleich wird das Teil aufgehen. Oder kannst du, gleich können wir dann damit reingehen. Entschuldigen Sie, Herr Bankmitarbeiter, aber Sie haben meinen Fackeln geklaut, meine Taschenlampe. Kann ich bitte zurück? Gerne. Danke. Herr Mitarbeiter? Ja. Warum soll ich es nicht einfach in meine Enderkiste legen, sondern hierhin, weil hier kann ja geklaut werden. Ihr, kann ich zufällig in deine Enderkiste und dir dort Zinsen einbezahlen? Können Sie das vielleicht machen, dass Sie mir bei der Enderkiste Zinsen geben? Das geht leider nicht. Okay. So, dann warte ich. Ich programmiere mal ganz kurz deinen Schlüssel ein. Gib mir eine Sekunde. Ich mache hier wieder die Fliesen hin. Herr Mitarbeiter, wo sind Sie? Hallo? Ja. Der ist weg. Leute, wir sind allein in der Bank. Wir können jetzt hier einbrechen. So, du hast doch dein Pogwe-Buch, ne? Ich habe das Gefühl, in unseren Bankrichtlinien steht drin, dass man mindestens 18 Jahre sein muss, um ein Konto zu öffnen. Und das trifft bei Ihnen nicht ganz zu. Sie widerstoßen gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hier ist der WiFAD. Ich würde gerne auf mein Konto zurückgreifen.
Bitte hören Sie auf, einen geköpften Kopf auf Ihr eigenen Kopf draufzuziehen. Okay, Entschuldigung. Kommst du, so, ja, werf einen Schlüssel rein und dann sollte die Tür jetzt aufgehen. In das Ding hier? Ja, genau. Bitte Keycard einlegen, zack. Und jetzt fährt es sich auf. Und, okay. Genau, hier kommt jetzt einfach idealerweise eine Kiste rein. Ich habe ja zwei Mitarbeiter von mir schon hingestellt, die sehr passen gut auf. Und nein, die müssen dann. Ja. Die müssen dann auch schon richtig gucken. Der guckt hier und der andere guckt durch die Tür. Jo. Und da einfach reinlegen, wie gesagt. Du kannst, ich tu nicht alles rein. Du kannst, pass auf. Ich mach erstmal ein Stack. Du kriegst 5% Zinsen pro Woche. Das heißt, bis maximal 10 Stacks allerdings. Das heißt, du könntest, wenn du 10 Stacks hier reinknallst, kannst du jede Woche 32,5 Stack Diamanten for free abholen. Die werde ich besorgen, ja, und da reinschmeißen. Also alles, was da drin ist, wunderbar. Mhm. Du willst genau 100 reinlegen. Genau, dann kann ich das sehr gut ausrechnen. Ja, dann kriegst du 5 als Zinsen theoretisch. Pro Woche? Pro Woche. Das ist nicht viel. 5% pro Woche. Aber wenn ich, Digga, dir das anderweitig also wo anbieten würde, dann würden sämtliche Alarmglocken eines jeden Investmentsberaters schrillen und er würde dir abraten, das zu machen, weil das ultra scammy sich anhört. Der junge Mann, bitte. Kommen Sie da, okay, raus. Ich habe allerdings noch eine Geschichte. Du wolltest da doch 100 Dias reinlegen, oder? Ja. Du hast 102 reingelegt. Danke, ich kann nicht so gut rechnen. Das habe ich mir schon gedacht. Folgende Sache, wenn du den Schlüssel reinlegst, wie gesagt, ja, der bleibt dann da drin liegen. Und wenn du ihn herausnimmst, schließt sich das Tor nach ein paar Sekunden. Junger Mann, man kann das zwar nicht sprengen, aber man kann es mit der Hand abbauen. Ja, wer sich durch die Technik baut, ehrenlos. Das ist sowieso Regel Nummer 1. Aber, also angenommen, jetzt wird hier einer klauen. Ja. Ist das ein Regelverstoß? Weiß ich nicht. Wenn der Beklaute das nicht als schlimm empfindet, dann wahrscheinlich nicht. Ich empfinde es als schlimm, alle, die klauen. Ja, das ist fein. Geiles Konzept daraus, Spark. Geiles Konzept. Gefällt mir. Ja, mag ich. Kümmere mich drum. Man muss auch nichts bezahlen. Das ist so ein bisschen Interaktion fördern. Und, ja. Wie geil. Sparkasse einfach. Ja, vielleicht die Opportunität für Roleplay so ein kleines bisschen, wie auch immer. Und so geil einfach. Ist alles einfach fein. Die Schließfächer sind übrigens alle mit Obsidian ummantelt, ne? Komplett. So geil, wirklich. Ich würde empfehlen, die Deko dort zu lassen, weil das fällt auf. Hä? Meinst du wirklich, das fällt jetzt auf gerade? Ja. Wie ich jetzt? Das sieht man nicht, oder? Überhaupt nicht. Okay, aber Spark, guck mal. Warte mal, schau mal hier. Du hast hier ein Bild. Ich dachte schon, du hast hier einen Fehler gemacht. Aber nee, da hast du nicht solide gebaut. Ja, okay. Nee, ich habe an einigen Stellen innen drin Stein gesetzt, damit man sieht, wenn Blöcke fehlen. Aber ich sehe es auch so an der Form, weil ich habe die schon so gebaut, dass es halt auffällt, mehr oder weniger. Würde das hier zum Beispiel auffallen, sag ich mal? Das ist meine Pyramide mit einem Beacon. Achso, ja, das sieht man schon, ja, da hast du recht. Das ist Achtung, Achtung! Der Bankdirektor wird angegriffen! Ich habe ihn gerettet. Bankdirektor löschen! Alles fein. Ja. Was ist eigentlich, wenn man den Schlüssel verliert? Ja, das ist sehr schlecht. Dann muss ich einen kompletten Schlüsselwechsel machen. Also dann muss ich komplett neue Schlüssel ausstellen und die müssen dann noch anders heißen, weil es kann ja sein, dass das verloren wird, jemand anders findet es oder hat es geklaut und so und hat da Zugriff. Also, das kostet dann wahrscheinlich Gebühren, ne? Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Gut, dass du mich drauf bringst. Ne, ich würde sagen, das kostet einfach 10 Dias oder so und dann wird neu gemacht. Ja. Also da muss hier die Bankadministration dran. Normalerweise kostet ja auch, keine Ahnung, wenn du eine Karte verlierst, 10 Euro und dann machen wir 10 Dias. Fertig. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich irgendwo was in einem Shop kaufe, kann ich dann zu einem anderen, der auch ein Konto hat, eine Überweisung tätigen? Ja, gut, das ist halt die Sache. Das müsste ich dann halt irgendwie mal gucken. Hängt dann an mehr Aufwand, ne? Ich habe mir keine Gedanken dazu gemacht. Aber ich bin am Überlegen, tatsächlich Geldscheine dann auszugeben von der Bank oder sowas. Wenn man sich Geld bei mir leiht, Kredite, da muss ich mal gucken, wie ich das mache, dann bekommt man nicht unbedingt Diamanten. Allerdings, man bekommt, oder ich bin am Überlegen, wie ich das mache, vielleicht ein Buch, was auch von mir signiert ist, wo halt eben was mit 10 Diamanten hinterlegt ist, beispielsweise. Dann kann man das Buch als Geld, sofern ein anderes Shop, an dem man es halt auch akzeptiert, ne, reinlegen. Oder du legst es einfach rein und er kann dann zu mir gehen und kriegt dann die Dias ausbezahlt, sozusagen. Ja, ist eine coole Idee. Sozusagen. Also, wie gesagt, ne, das ist machbar. Und, das wäre, glaube ich, irgendwie ganz witzig und cool und so funktioniert auch das echte Geldsystem. Und dann machst du auch irgendwann Online-Banking für uns möglich. Ja, so aber das ist mir ein bisschen aufwendig. Ja, du brauchst einen PC in Minecraft, mit dem man ins Internet gehen kann.
Und dann programmierst du eine Webseite, die Online-Banking quasi hat. Hat jeder bei seiner Enderkiste irgendwie? Über die Enderkiste kann er das dann steuern? keine Ahnung. Aber was ich ultra feiern würde, wenn die Leute dann irgendwann anfangen, diese Geldscheine, also die signierten Bücher untereinander zu traden und nicht mehr die Dias selbst, weil es angenehmer ist. Ja, also da sehe ich mich auch bei Wertpapieren, ne? Sachen, ja, die einfach an Wert gewinnen, wenn man die hat. Ja, das ist nochmal was anderes. Da, um Sachen zu haben, die Wert gewinnen, braucht man allerdings ein Unternehmen, was dauerhaften Gewinn abwirft. Also wenn ich jetzt eine Diamantmine hätte, wenn ich sage, ich bin regelmäßig am Dias buddeln und schütte die an meine Aktionäre aus, dann wäre das ja attraktiv für euch, diese Wertpapiere zu kaufen. Und wenn es nur eine begrenzte Anzahl davon gibt, beispielsweise 100 Stück, dann möchte ja jeder so viel wie möglich davon haben. Und dann würde man sich gegenseitig halt versuchen zu überbieten, bis man halt einen Preis findet. Das wäre dann der Börsenkurs sozusagen. Und dann kann man auch diese Wertpapiere mit der One Diamond AG auch machen. Ja, da müsst ihr mal gucken. Aber das setzt halt immer einen positiven Cashflow voraus. Also ihr müsst immer Gewinn machen zu einer gewissen Menge und eine gewisse Anzahl an Wertpapieren rausgeben. Also mal angenommen, ihr habt dann 100 Anteilsscheine oder sowas und ihr macht in der Woche so und so viele Diamanten, kann man sich ausrechnen, was die Rendite theoretisch ist und dann müsst ihr aber den Gewinn, den ihr macht, dann die Aktionäre aufteilen. Wenn ihr selbst 100% der Papiere anfangs habt, ne, ist der Gewinn alles für euch und dann könnt ihr Teil der Papiere so verkaufen an andere, sodass sie auch den entsprechenden Anteil vom Gewinn dann kriegen. So funktioniert das. Mhm. Okay, geil, oder? Aktien mit Spark. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in einem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.